Es tut mir leid. Ich habe es mir nicht erwartet, aber leider ein eher aggressiverer hat Krebs. Ich habe Krebs. Es kann sein, dass die Krankheit stärker ist als ich. Aber sie ist auch ein Teil von mir. Ich will diesen Teil verstehen und besuche auf dieser Entdeckungsreise Heilkundige und ihre Patienten. Es ist ein Gehirntumor von der allerschlimmsten Sorte. Operation war nicht möglich, andere Behandlung war nicht möglich. Das war im Prinzip totes Urteil, ja. Mediziner halten statistische Wahrscheinlichkeit für Wahrheit. Aber ich kann nicht zu 30% leben und zu 70% sterben. Wir alle haben ein Recht auf Information, aber auch Recht auf Hoffnung und auf die Überzeugung, dass jeder wieder gesund werden kann. Ob der Patient selbst an die Wirksamkeit seiner Behandlung glaubt, ob er an seine Heilung glaubt, hat Einfluss auf den tatsächlichen Therapieerfolg. Sei dir bewusst, dass nur dieser Augenblick zählt. Da haben sie das erste Mal festgestellt, dass also alle Metastasen geschrumpft sind. Und zwar alle. Ich habe einen Kollegen kennengelernt, der hat mir erzählt, er habe sich vor ein paar Tagen das Kreuzband gerissen. Ich habe ihn ein paar Tage später dann auf einer Veranstaltung getroffen. Er hat aufgetanzt, als hätte er nie eine Verletzung gehabt. Es gibt neben der Schulmedizin viele Methoden, welche die Heilung fördern. Und es gibt immer mehr Wissen darüber, welche Therapien tatsächlich helfen und wie sie das tun. Bei der Therapie, man versucht immer Ordnung im Körper zu bringen, weil heilen kann nur der Körper selber. Ich habe Kontakt mit deinem Unbewussten besser. Dann schaue ich mir das eben jetzt an. Wir wissen aus Forschungsergebnissen, dass die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen sogar bis auf die Aktivität der Gene Einfluss hat. Das heißt, Gesundheit und Krankheit werden sehr stark durch psychosoziale Kontexte beeinflusst. Mariola Preisner hat ihr Todesurteil schon 7 Jahre überlebt. Und was, glauben Sie, hat es möglich gemacht, dass wir jetzt hier sitzen können und reden drüber? Ach, sagen wir so, Wunder auf jeden Fall.